Und dem vor wie ein Außerirdischer, der gerade einen menschlichen Körper bekommen hat. Kennen Sie Invasion of the Body Snatcher? Nein. Haben Sie die Frau schon mal gesehen? Nein, noch nie. Wie Sie sehen, haben wir hier das klare Muster einer schizoiden Spaltung. Bei der Patientin kommt erschwerend hinzu, dass sie äußerst raffiniert ist. Sie hat zum Beispiel gespürt, dass ich ein Pferdenarr bin und hat aus dem Stegreif die sehr plausible Geschichte erfunden, dass ich ihr alter Ego an einem Konkurs getroffen hätte. Naja, signifikant bei der Patientin sind auch Vokabular und Duktus. Sie ahmt diese Multimillionärin perfekt nach, inklusive Gedächtnisschwäche. Zuerst müssen Sie wieder herausfinden, wer Sie sind. Verstehen Sie? Wie ist Ihr Name? Ida Froidevaux. Mit X am Schluss, oder? Schön, wie Ihre Erinnerungen zurückkommen. Und Ihr Alter? 80. Ja, komm, 80. Krankenkasse? KDB. Zivilstand? Ledig oder Kürote? Jetzt habe ich gemeint, das sei nicht mehr wichtig. Also ledig. Ist komisch. Ich finde nichts unter dem Namen. Freude Fuchs, oder? Nicht. Ach, das neue System. 2 Millionen hat es gekostet. Spinnt mehr als die ganze Anstalt. Ja, gellet sie. Man kommt fängt nichts mehr über fürs Geld. Dann kann ich jetzt gehen. Es freut mich, dass es Ihnen besser geht, Frau Froidevaux. Freut mich auch. Halber, Sie machen es uns doch ein bisschen bequemer. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrer Kindheit. Die alte Geschichte, das interessiert doch niemand mehr. Oh, doch, doch. Eine Schwester kann einen Bruder. Die leben beide nicht mehr? Nein, schon lange. Kein Kontakt mehr. Also, die Schwester, die Elisabeth, das war ein richtiges Enfant terrible. Kunst, Männer, furchtbar. Und der Georg Senior, der hat es geschafft nicht, weil ihn übernimmt, sich nur für seine Hunde interessiert. Das hat der Papa schon sehr getroffen. Wissen Sie, und enttäuscht. Und was ist mit Ihnen und Ihrem Vater? Er hat ja nur mich gehabt. Die anderen haben ja nur gemacht, was sie wollen. Und Sie haben nie gemacht, was Sie wollen? Stellen Sie sich mal vor, wo wir da angekommen wären. Und Ihre Mutter in dem Ganzen? Wenn Sie jetzt eine richtige Therapie mit mir machen? Das wäre schon sinnvoll. Wenn Sie das auch wollen, kommen wir dann wieder in die offene Abteilung. Gut, abgemacht. Das ist genau das Problem. Wie wär's mit ein bisschen Manieren? Grüezi miteinander. Könnt ihr noch Billig sehen? Bitte. Dankeschön. Danke. Danke. Ich habe es gern. Sehr gut. Das ist gut. Dankeschön. Also, das letzte Mal war das noch 40 Gabel. Danke. Wie sagt man? Ein bisschen Manieren, hey. Du kommst mit mir mal eins ziehen. Oder wenn wir zusammen im Kino. Grüezi, Roman. Nicht verschrecken. Ich bin's. Grüezi. Frau. Freut mich. Ich bin's Fräulein Boel. Ich bin nicht gestorben an dieser Pille. Entschuldigung. Woher wissen Sie das? Wer hat Ihnen das erzählt? Roman. Sie müssen mich doch wieder erkennen. Wo ist sie? Wissen Sie etwas? Das probiere ich Ihnen doch zu erklären. Ich bin's.
Ja, sonst noch etwas. Ja, wie soll ich denn? Sie haben am 11. Mai 1969 bei uns angefangen. Der Papa, der Louis Borel, hat sie noch eingestellt. Pfingsten 69. Ja, dann der Hedwig hat ja noch gelebt. Und die hat immer so gerne Lilien gehabt. Und sie essen am liebsten Servala mit scharfem Senf. Jetzt raus mit dem Spruch. Was wissen Sie vom Fräulein Borel? Sie sind aber wirklich immer noch rostig da oben. Ich bin's, Fräulein Borel. In dem Wasser kommt ein Schaukel raus, fort, verreisen. Was ist da los? Grüezi. Sind Sie wegen dieser Stelle als Hilfspflegerin da? Ach, so wie Kunstler, danke. So einen Lärm. Was ist denn da los? Wir sind nur mit dir nur. Wer sind Sie überhaupt? Eva! Was ums Himmels Willen machen die da? Eva! Jetzt weiss ich es, das ist die aus der Psyche, die außerirdische, weißt du? Was machen die mit meinen Sachen? Wie bitte? Ihre Sachen? Georg, das Handy. Du hast doch gesagt, die sind in der Geschlossenen gewesen. Sie ist ausgebrochen. Die Polizei weiss das sicher mehr. Achtung, Treppe, Georg. Komm jetzt. Ich komme ja. Wir müssen fliegen. Ja. Wir können fliegen. Und wenn Tante Frieda gleich noch lebt? Dann lebt sie nicht mehr lang. Definitiv nicht mehr lang. Herr Züger! Pigax, was machst denn du da? Eine Vermisstmeldung. Borel, Frieda, die alte Spitzenerbin da. Ihr Gärtner sagt, sie sei nicht mehr rum. Und du? Anzeige aus der Psyche. Fahre wo ein da. Jahrgang 80. Geiler Schuss. Leider Schweizer. Niemand verzeichnet. Hat aber behauptet, sie sei Frieda Borel. Und drei Tage später haut sie aus der Psyche ab und gestern kommt ein Hinweis rein, sie sei da rumgeschlichen. Hey, jetzt wird's interessant, hä? Die Alp verschwindet von der Wildfläche. Am nächsten Tag wird die Schizo eingeliefert. Die haut drei Tage später ab. Und kehrt dann da zurück. Meinst du, die hat sie? Nein, ich meine noch gar nichts. Aber ausschliessen würde sie mal auch nicht. Du, dann kommt die da noch mal zurück. Warum ist denn da offen? Ja, schau mal. Ein 303 SE aus dem 62. Das ist ein 64er. Da siehst du im Heckflügel an. Ich sehe, was ich gesagt habe. Nichts hast du gesagt, nur mehr Jahrgang 64. Und da ist er definitiv nicht. Er sieht den Blinden. Du bist voll daneben gelegen mit deinem 300er Gigax, du alte Pfeife.
würde gescheiter die Observationsgruppe bestellen, als so grosse Töne zu speuzen. Du willst ja bloß, dass sie über unsere Abteilung laufen mit der Bedienung. Ja, ist alle ernst. Zeuger Paddy, los. Er ist da mit dem Gigax. Wir sollten ihn überwachen gehen. Ja, rund um die Uhr.